Jo, meine Freunde, seid mir willkommen, seid mir gegrüßt, willkommen, ja, zu einem kleinen, ja, nein, das wird kein Let's Play TOTK oder so, um Gottes Willen, nein. Ihr seht ja schon, ich bin auch schon besser, ein bisschen besser ausgerüstet, ja, ich habe schon viele Stunden gespielt, habe schon, ja, einen Teil durchgespielt und so weiter. Und ja, ich will eigentlich mal ein bisschen mit euch über dieses Spiel hier. Aber selbstverständlich war ja im Original nicht, also im Vorgänger nicht anders im BioTV. Natürlich ist auch hier ein Kopf, ja. Auch da habe ich schon sehr, sehr viele gefunden. Soll wohl noch mehr geben. Ja, hier ist halt der Raum, den wir in dieses Spiel halt erwachen. Warum, wieso, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, wer die Geschichte spielen möchte. Ja, das ist auch eine Vorrichtung, die uns öfter mal begegnen wird, aber. Wie gesagt, ich möchte eigentlich so wenig wie möglich spoilern. Ich bin hier jetzt auf dieser Bus auf die Tutorial-Insel gegangen. Ich habe auch schon, ja, einiges an Klamotten frei. Ich habe jetzt hier. Es gibt viele, die es auch im Vorgänger gab, aber auch viele neue. Und so weiter. Auch die ganzen Amiibo-Dinger scheint es auch alles zu geben. Ich weiß nicht, ich habe nur lange nicht alles gefunden, noch nicht, lange nicht alles durchsucht und so weiter. Ja, und die hat, das ist halt der Anfang, wo man normalerweise anfängt. Es gibt eine wunderschöne Einstiegssequenz mit Link und Zelda und so weiter, wo man halt erfährt, welche Vorkommnisse stattfinden und so weiter. Haben wir ja zum Teil auch schon einen Trailer gesehen mit dieser Mumie, wer die Trailer kennt. Und ja, hier machen wir halt drei Sprünge nach unten und dann ist man halt hier in so einem Raum. Ich glaube, hier ist auch nichts weiter. Ich weiß nicht, wie noch ein Kropf ist. Ja, es gibt halt natürlich sehr viele Kropfs, ja, auch ganz neue. Einige alte gibt es auch, aber es gibt auch. Oh, hätte ich nicht fotografieren können. Ja, egal. Auch. Ach, da hinten ist. Was ihr da direkt vorausseht, ist eine Challenge, auch für eine gewisse Klamotte, die man freischalten kann. Auch ganz interessant an sich. Und hier auf dieser Startseite gab es auch schon eine sehr interessante Challenge, die ich auch schon gespielt habe, die mit dem Master Schwert. Ja, ich habe das Master Schwert tatsächlich schon. Aber da ist noch eine. Ach, du musst noch eine dritte geben. Es gibt halt ein Set. Da vielleicht, keine Ahnung. Ein Set, das uns hilft bei diesen Sprüngen, die wir hier so machen können. Wir können ja jetzt hier auf diese Weise fliegen. Wir haben jetzt, das ist einer der Leute, die wir. Nein, den habe ich sogar schon. So war ich sogar schon. Okay. Einer der. Ja, hier heißen nicht Recken, sondern anders, Weisen. Ja, es wird kein großes Geheimnis von Zelda Weisen geben, also ich denke, das ist nicht so schlimm, wenn ich das jetzt verrate, dass die Weisen sich nennen. Da gibt es halt, ja, sie kennt ihr natürlich aus dem Vorgänger, sie ist etwas älter und erwachsener. Ja, wir können durchaus mit Sicherheit sagen, dass etwa 4 bis 5 Jahre vergangen sein müssen. Warum das so ist, möchte ich hier jetzt nicht spoilern, aber. Das ist natürlich Königin Riju, die ist etwas, ja, sie ist jetzt, wie ihr seht, etwa genauso groß wie Link, plus minus ein paar Zentimeter, wahrscheinlich vielleicht ein paar Zentimeter kleiner, weil sie High Heels trägt natürlich. Sie ist halt jetzt erwachsen, vorher war sie ja doch noch, ja, fast ein Kind, möchte man meinen. Und ja, das ist natürlich nicht Teva, sondern sein Sohn, auch das ist kein großes Geheimnis, dass Teva einen Sohn hat. Weil, wie gesagt, die Recken sind ja tot und nicht mehr da, also können selbstverständlich nicht die Recken sein. Dann außerdem, okay, das ist Besonderes. Und. Ja, Tugings Fähigkeit. Die haben natürlich auch alle eine Fähigkeit, die jetzt halt nicht mehr so angezeigt wird, sondern die wir in-game so einfach aktivieren können. Die folgen und so, die können. Abstellen. Ich habe schon drei der Haupt
Recken und einen, ja, mehr oder weniger geheim, also den man anders bekommt als, wie gesagt, die normalen, also Recken oder Weisen. Wie hat die normalen bekommt man, indem man halt zu den Dörfern natürlich wieder reisen muss und da Hilfe leisten muss. Es gibt auch neue Fische und Zutaten und ja, es hat sich vieles geändert, aber erstmal generell, zu generell BOTW / Heroes Kingdom. Also, damals als BOTW rauskam am Anfang, war ich auch noch, ja, begeistert, das, wo sie gesagt haben, ja, eine sehr große Welt. Der Grafikstil hat mir an sich auch gefallen. Ich habe da auch ein paar Trailer gesehen, auch nicht alle. Ich habe hier bei Tears of Kingdom halt, ah, sehen wir, das ist ein neuer Fisch zum Beispiel, ein Arowana. Der nennt sich, hier, uralte Arowana, die gibt es hier oben auf den Himmelsinseln. Schleichrichtung schwer zu fangen scheinbar und ja, am Anfang habe ich gedacht, okay, könnte was Geiles werden und so, aber dann habe ich halt gehört, ja, es wird keine Dungeons geben, es ist halt ja Open World, wo halt ne, so man halt ne, und so, da war ich skeptisch, da wurde ich skeptisch, ne, da habe ich gesagt, ja, wir werden uns überraschen lassen, das will ja noch nicht viel heißen. Deswegen muss das Spiel ja nicht schlecht sein, etc. Ja, weil als ich dann das Spiel erstmal dann gespielt habe und, ne, und so weiter und so fort. Schon am Anfang, wie gesagt, als es losging mit ja, ne, da unten ist eine Art, ja, Boss, so ähnlich wie die Hinox oder Hinox. Der ist relativ simpel, den kann man schon gleich direkt am Anfang durchaus herausfordern. Da könnt ihr halt diesen hier machen. Also wenn ihr aufhalten, wenn ihr da aufschlagt, könnt ihr auch mal schnell sterben. Und ja, die sind aber relativ simpel eigentlich zu besiegen, also wie gesagt, jeder Gegner hinterlässt halt eine Art Horn. Auch diese, ja, diese, was ihr hier, diese Gegner, die hier vorkommen, die ersten, auf die man so trifft, sind sogenannte Konstrukte. Das sind halt so eine Art Maschinen, wenn man so will. Hier kann man nicht hochheben. Und auch die hinterlassen eine Art Horn, wie die. Man kann jetzt halt die Dinge auf die Waffen raufschmieden. Sozusagen, also mit die Waffen fusionieren mit den allen möglichen Dingen. Ihr könnt da alles drauf machen. Ihr könnt sogar Waffen mit Waffen zusammen machen. Ihr könnt Pilze drauf machen. Und vieles hat tatsächlich bestimmte Effekte. Was sehr interessant ist, zum Beispiel, wenn ihr. Und ihr könnt auch auf die Pfeile alles machen. Es gibt keine Feuerpfeile, keine Bombenpfeile, keine Eisfälle sowas mehr, sondern das müsst ihr alles mit den Sachen machen, die ihr darauf setzen könnt sozusagen. Wenn ihr zum Beispiel Fledermausflügel auf, da gibt auch noch einige andere Kreaturen, die Flügel haben, so einen Flügel auf den Pfeil setzt, dann wird er immer schnurgerade fliegen, also viel, viel weiter und nicht mehr so ballistisch. Und wenn, ja, ja, es gibt halt Dinge, die halt dann halt ein Eisfeuer machen oder wenn man, es gibt ja auch Augen. Früher gab es ja, also in BOTW gab es ja nur Fledermaus-Augen und Octo-Augen gab es auch noch. Jetzt gibt es auch noch für jedes Fledermausart eigene Augen und noch einige andere Augen. Und die bewirken tatsächlich einen zielsuchenden Schuss. Ich habe noch nicht so genau ausgetestet, aber. Und einige Materialien verstärken halt den Pfeil. Ne,
extrem. Da gibt es zum Beispiel ein Material von einem Gegner, den wir ja schon kennen aus früheren Zeldas, durch Giftdos. Der ist tatsächlich hier auch wieder gekehrt. Und ja, die hinterlassen, ich glaube, ihre Knochen oder so. So Knochen. Und den auch eine Waffe. Und der hat eine 40er Stärke. Also der macht Stärke plus 40. Aber leider nur für einen Schlag. Das heißt, für eine normale Waffe ist er sozusagen gar nicht zu gebrauchen. Weil er bei einem Schlag sofort wieder kaputt ist. Aber für einen Bogenschuss, also einen Pfeilschuss, ist das schon ganz. Eine ganz nette Sache, denke ich. Und ja, wieder, als der BOTW rauskam, ja, hier ist mit dem Konstrukt. Ja gut, ist jetzt nur ein Alpha. Ja, das einfachste Alpha-Konstrukt, das ist das leichteste und am schnellsten, am einfachsten zu besiegen Gegner überhaupt im ganzen Spiel. Und als ich dann Rauswahl gespielt habe, war ich von Anfang an ja nicht richtig begeistert von dem Spiel, weil ziemlich früh schon sehr starke Gegner wieder auf uns gewartet haben. Den Stock brauche ich nicht. Und den habe ich schon immer viel, oder? Ja, ich habe auch schon sehr viele Bilder gemacht. Schon weit über die Hälfte, also vielleicht sogar schon über zwei Drittel, ich weiß gar nicht genau. Der ist ein bisschen tief, da werde ich nicht hinkommen, oder ein bisschen hoch. Ne? Kann ich noch ein bisschen höher? Aber vielleicht von dem Ding aus da. Ja, es gibt jetzt eine neue Fähigkeit. Ja, ich denke, das ist auch nicht so ein großes Geheimnis, und zwar diesen hier. Wir können auch an, ja, wo die Decke halt niedrig genug ist und wo das Spiel, wo halt oben nichts ist, wo das Spiel sagt, ja, hier darfst du aber nicht durch oder so, können wir halt Deckensprünge machen. Auch ganz interessant an sich. Ja, das da soll der Tempel der Zeit irgendwie sein. Ich weiß gar nicht, ob wir da auch noch später richtig rein können. Vielleicht. Ich habe noch gar nicht probiert, ob man da noch irgendwo drin kann. Da oben drauf, wie gesagt, da war ich schon. Ja, da, wenn ihr am Anfang euch da irgendwie raufschummelt, ja, das heißt schummelt, also die Fähigkeit, die ihr bis dahin habt. Dann ist da noch nichts, aber wenn ihr später darauf kommt, dann ist da ein Konstrukt, was euch eine Aufgabe stellt. Ich weiß nicht, das sieht ja eigentlich fast aus, dass man da auch drin kann, irgendwie in den Tempel. Aber ich habe das halt, wie gesagt, noch nicht groß untersucht. Ja, die Uhr, die ihr hört, diese Glocke, das ist eine Art Uhr, die Tag- und Nachtrhythmus hier oben steuert auf dieser Insel. Ja, das sind die neuen Schreine da hinten. So sehen die jetzt aus. Und ja, als ich das dann so gespielt habe, wurde mir immer, war mir das Spiel, wurde nie so richtig warm und glücklich mit dem Spiel, sag ich mal, also mit BOTW. Ja, weil, oh, hier ist die Kiste. Weil, ja, wie gesagt, das, Energiesphäre, ja, die ist durchaus nicht unwichtig. Weil, wie gesagt, am Anfang ging es ja noch, da, wie gesagt, hat man, war ja das große Plateau, das, ne, dieses vergessene Plateau, wo wir halt einen Landstreicher getroffen haben, der uns halt ein bisschen, ja, in die Gänge geholfen hat und gesagt hat, ja, wenn du, oh. Ja, die Flügel sind sehr wichtig, auch die Augen. Ich habe in letzter Zeit, ja, ich habe auch schon einen sehr, sehr starken Gegner tatsächlich. Ja, ich habe schon mehrere sehr, sehr starken Gegner herausgefordert, aber einen, der ja wirklich heftig ist. Und zwar gibt es jetzt sogenannte Geohawks, das sind dreiköpfige Drachen. Und ja, die können schon richtig heftig reinhauen. Ich glaube, ich auch keine feuerfeste Rüstung habe, aber ja, ihr seht schon einige Herzen, ich habe schon einige Rüstungsteile, die ich schon mehr paar Mal gelevelt habe bei der Fehlsaison. Also
verbessert habe bei der Fehde sozusagen. Und ja, wir hatten natürlich einen Cooldown, wie alles. Aber ist schon ganz nützlich. Hier sind Blümchen. Ja, ja, die normal schleimigen Dinger haben hier das Element Wasser tatsächlich. Das hat hier tatsächlich auch eine. Ja, gut, da haben wir schon, brauchen wir nicht. Auch eine Bedeutung. Ja, das gab es ja in BOTW nicht, das Element Wasser in dem Sinne. Es gab Eis, Feuer und Elektro. Ja, ich nehme mal so viel. Ja, das ist ein bisschen dumm, dass die halt manchmal unabsichtlich ausgelöst werden, aber. Ja, ja, genau, brauchen wir kochen. Und ja, ich bin wie gesagt mit BOTW nie so richtig warm. Und nachdem man halt das Plateau verlassen hat, dann, ja, dann hat man noch, hat noch heißen, ja, geh da hinten ist so ein großer Zwillingsberg und dahinter ist Kakariko, geh da mal hin. Da, und dann, ja, dann da haben wir dann erfahren, ja, es gibt halt die vier Völker und die vier Titanen und dies, das, bla bla. Und dann hat das Spiel gesagt, ja, du, hier sind die vier, da sind vier Punkte. Und da ist noch ein fünfter, da ist der ganz, da ist der Bösewicht, den musst du besiegen, mach mal irgendwas, Punkt, fertig. Ne, und das, ja, war für mich so ein bisschen, keine Ahnung, ja, also. Aber ich so. Na toll, ne? Genau da unten, wo ich nicht hochklettern kann, richtig geil. Hier und ihn aufstehen. Und ja, den habe ich halt. Ja, ich habe das dann natürlich, habe das Spiel durchgespielt, ja, sogar zweimal. Einmal auf der Wii, ich habe damals auf der Wii U noch gekauft und später dann auf der Switch auch nochmal, weil ich eigentlich die Switch nicht gleich kaufen wollte am Anfang, weil ich ja gedacht habe, ich will vielleicht auf irgendeinen Bundle oder sowas warten. Ja, hier scheint tatsächlich im Innenbereich, ja, habe ich gedacht, ich warte vielleicht auf einen Bundle oder so, aber hat nicht sollen sein. Und dann habe ich gemerkt, dann gab es einen Bundle, und zwar Mario Kart 8, Deluxe gab es. Aber da habe ich gesagt, okay, da sparst du kaum Geld, wenn du das als Bundle kaufst. Also brauchst du keinen Bundle. Okay, wir sind jetzt ganz oben. So wollte ich eigentlich gar nicht. Wo ist hier noch jemand? Da habe ich mir die doch bald gekauft, die Konsole. Und wir hatten, auf der Wii U, da hatte ich, war ich schon, da ich wirklich, glaube ich, auch fast alle, außer die DLC-Dinger und so, aber fast alle Kostüme tatsächlich auch schon gehabt und also auch bei den Feen geupgradet und so. Ja, das erste Spiel habe ich wirklich ziemlich weit gespielt. Ich habe lediglich eine Nebenaufgabe nicht gehabt, und zwar die Bogenschießaufgabe zu Pferde. Das habe ich einfach nicht gepackt, das war mir einfach zu schwierig. Und hier wird es auch eine Aufgabe geben, mindestens eine, wahrscheinlich noch viel mehr. Weil ich weiß gar nicht, ob ich den Bock und die Zeit habe. Ja, hier springt man also das erste Mal runter zum Erdland. Ja, was ihr hinten seht, sind Labyrinthe. Die sind ja auch, gibt es ja auch schon im BOTW und die gibt es hier tatsächlich sozusagen dreimal. Einmal auf der Erde, einmal im Himmel und einmal ganz unten. Und zwar funktioniert so, man geht das hier, was hier da ist, oh, sieht man, da ist eine Dings. Wo ist die da? Da haben wir
bisschen Zeit, ja, ein bisschen ist noch. Ja, hier könnt ihr mal die Himmelskarte sehen. Die besteht halt hauptsächlich, die Plateau ist hier die ein etwas größere und die anderen als mehr oder weniger klein. Ich habe schon sehr viele, wie ihr seht, da gibt es ja auch überall Schreine, schon sehr viele erreicht tatsächlich. Dieses Wurfschuss habe ich noch nicht gemacht, die anderen beiden habe ich schon gemacht. Da gibt es auch eine ja, interessante Rüstung, wenn man so will. Und zwar funktioniert es so, ja, hier gibt es drei Karten, ihr seht. So, ich jetzt hier. Okay, da wäre... Nicht weit ab dem Schrein, ist hier beim Satoriberg. Ist hier eine Festung? Scheint fast so. Oder, ach nee, ja, hier war ich noch gar nicht. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir die Sequenz mit Zeldas weißen Schimmel gesehen haben. Ne? Ich denke mal, ich hole das mal schnell, versuch's zumindest. Eigentlich wollte ich ja nicht nach unten gehen, aber so eine Sternschuss ist das schon wert. Und da muss man erst das Würstchen unten, das ist relativ simpel, weil da schon einer vor uns war, der aus Tannenzapfen und Nüssen eine Spur gelegt hat, so ähnlich wie bei Hänsel und Gretel halt. Und der folgen wir und dann kommen wir halt in die Mitte. Ja, ihr seht, der Gleiter hat hier einen ganz besonderen Stoff, das ist der Stoff von Obosa. Weil es gibt hier, den kann man tatsächlich mit verschiedenen Stoffen beziehen, wenn man das möchte. Ich habe auch schon sehr, sehr viele freigeschaltet. Und... Ich weiß gar nicht, gerade... Macht zufällig welche auf der Hand? Ja, hier. Hier sieht man den hier zum Beispiel. Den bekommt man, wenn man ein Link hier... kleinen Link mit der aus Majora's Mask hat, mit der Maske, die er in der Hand hat, da gibt es ja so ein Amiibo, den kann man da bekommen mit einem gewissen Ding hier, mit dem Ei bekommt man natürlich von dem Amiibo hier den Link aus Link's Awakening, da gab es ja auch ein extra Amiibo für. Dann hier wieder die Pferderüstung, wie ihr seht, habe ich schon einige freigeschaltet. Ja, die hatte ich damals nicht, weil da musste man halt dieses Bogenspiel Schießspiel machen, das konnte ich nicht schaffen. Ja, die habe ich auch wieder und die Königsrüstung, die gab es, gibt es tatsächlich, wo gab es denn die? Ah ja, für das besondere Pferd, ja, möchte ich jetzt ungern spoilern. Ja, hier, das sind alles Sammeldinge, also gibt nicht nur diese Dinger da, sondern noch mehrere andere. Das sind hier Baupläne, das sind Schatzkarten und das hier sind Sammelgegenstände. Die hier sind für die Batterien hier, da kann man, ihr seht da, das ist so eine Art Batteriegürtel. Seht ihr auch rechts, da sind diese drei Einheiten. Man hat am Anfang eine, zwei habe ich halt schon vervollständigt. Ihr seht ja, die hat so drei Striche, für jeden Strich braucht man 100 dieser Dinger. Da kriegt man Eiter, wenn man 300 hat, dann kriegt man eine komplette Batterie. Und ihr seht, es gibt acht komplette Batterien, also da muss man schon eine ganze Menge sammeln von dem Zeug. Ja, das ist eine Art Währung und... Ja, das hier, ja. Oh ja, hier gibt es auch eine besondere Aufgabe im Spiel. Die können wir auch gleich mal machen, wenn wir die Sterne nicht eingesammelt haben. Das ist ja mein 10. Ich habe zwei. Wo waren denn das? Irgendwo gab es. Ja, das war auf einer Himmelsinsel. Ich weiß gar nicht mehr, welche. Wo waren das? Da gab es gleich zwei Stück. Hier. Bei dieser hier. Das war sie, genau. Da ist, wie ihr seht, ein Schrein, den man freischalten muss. Und hier gibt es zwei solche Sternkristalle tatsächlich. Die waren eine, ich glaube, eine im Inneren und eine im Schrein direkt, glaube ich. Irgendwie so war das. Auch ganz interessant. Ja, hier, der hat hier so Schilder. So eine kleine Aufgabe im Spiel. Man muss ihm helfen, die aufzustellen. Der hält krampfhaft fest, wenn man ihn anspricht. Und da kann man halt, gibt es die Gesprächsoption, ja, lass doch mal los. Und dann fällt natürlich das Schild um. Und ja, das Hauptfeature des Spiels, diese Ultrahand-Geschichte. Ja, und Ultrahand. Okay.
Ja, ihr seht hier schon, wir können die Dinge tatsächlich verkleben. Ja, wir können auch die passt der da wieder nicht drin oder was ist das für ein Dreck? Nee, das ist nicht ganz klar. Da wollen wir in die Rinde. Oh. Okay, dann nehmen wir das an. Warte. Ja, der ist jedes Mal ein bisschen anders. Muss man immer ein bisschen rumtesten. Manchmal ist das Schild halt kleiner oder hat so eine Öse an der Seite, wo man das dann mit. Befestigen muss. Bei manchen ist auch hinten einfach ein Brett dran, wo man dann halt ein Gegengewicht draufstellen kann oder so. Okay, das sollte ausreichen. Naja, jedenfalls, ich bin mit BioTV nie so richtig. Wie gesagt, mir hat das typische Zelda-Flair gefehlt. Als ein Titel, der The Legend of Zelda heißt, da hat was gefehlt. Es gab keine Tempel. Die Titanen haben für mich die Tempel bei weitem nicht ersetzt. Es gab keine, ja, in dem Sinne, diese Items, die man gewohnt war. Es gab zwar wieder die Module, die nicht schlecht waren, aber ja. Und man hat halt ja einfach eine freie Welt bekommen, in der man ja so gut wie eigentlich keine Aufgabe bekommen hat, außer rettet die Titanen, besiege den Boss. Ne, und wer, vielleicht Speedruns guckt von euch, der weiß, dass die Speedrunner das in einer halben Stunde geschafft haben. Okay. Er muss immer Kerzen gerade sagen, denn das sagt er auch, wenn es nicht hundertprozentig Kerzen gerade ist, aber das muss er halt sagen, damit er das als geschafft akzeptiert. Ja, man bekommt immer. Ja, ja, und es gibt immer zu schwarz, wenn es ist genauso lächerlich. Ja. Und man bekommt hier immer 20 Rubine, eine Mahlzeit und irgendein Random-Dingens. Ja, immer irgendein Reisbällchen. Gibt es ganz verschiedene. Und aus seiner Persönlichkeit, genau, kann zum Beispiel so die Dinger findet man zum Beispiel im Untergrund. Kann auch ein Gutschein für den Stall sein oder irgend sowas. Ja, das Konstrukt bleibt meistens dann immer stehen. Und naja, jedenfalls. Ja, und dann halt die Krog-Sammel-Quest, die natürlich viele abgefuckt hat. Ja, da hinten sind die Zwillingsberge. Wieder. Ich habe schon die ganze Karte natürlich aufgedeckt. Alle Ställe schon besucht und ja, schon viele Dinge gemacht. Die ganzen Geoglyphen. Ja, diese Krogs gibt es nicht mehr, wo man Steine in so Löcher rollen muss. Da haben wir jetzt eine andere Variante gemacht. Gras. Ja, hier wieder war ja die Geschichte mit dem Pferd. Kämpfen auch mit unter bestimmten Umständen. Manchmal machen sie halt einen, gucken sie einfach nur zu, aber manchmal. Die können auch sehr, sehr stark sein und die kann man auch tatsächlich upgraden. Ich habe gerade gesagt, da gibt es sogenannte. Das heißt, nennt sich Wille der Weisen, ja, das ist eine Art, ja, ein Signum. Keine Ahnung, wie er das am besten ausdrückt.
Und die gibt's, sind halt scheinbar sehr gut versteckt und sehr selten. Und ich habe tatsächlich geschafft, 4 Stück schon zu finden. Das reicht für eine Verbesserung dann halt. Oh, hier waren Vögel. Hier waren Vögel, scheiße. Die hätte ich gleich fotografieren sollen. Aber hier scheint nichts zu sein. Und da oben ist vielleicht ein Kuchen. Wenn man hochkommen sollte. Nee, scheint nichts zu sein. Und ja, aber ich hab das. Ah, da ist einer der Drachen. Welcher ist das überhaupt? Schwer zu sagen. Was könnte der. Ist das. Warte mal, ich mach mal kurz. Ja, hier gibt's auch ein Fotoapparat. Ah, es war roh. War roh dran. Es gibt natürlich. Nein. Es gibt tatsächlich einen Drachen mehr, aber auch das möchte ich jetzt nicht spoilern. Ah, hier ist dann wieder so ein fahrender Händler, da sind viele Fotos. Wie das Pferd im Wagen, man kann sich auch selber tatsächlich sein Pferd vor den Wagen spannen. Und sich auch selber Wagen bauen tatsächlich und so. Ausdauer nehmen. Ich hab Ausdauer nehmen. Was hast du denn anzubieten, mein Junge? Holzpfeile, Weizen, naja, gut, nicht übrigens. Ja, auch neue Tomaten gibt's jetzt. Auch nicht, ja, gibt's häufig, nicht besonders selten. Ja, ja, hier gibt's zum Beispiel einen Heilungspilz. Ah, ja, gut, schön. Und hier, diese Bäumchen, oder, ja, Bäumchen, Sträucher, keine Ahnung, findet man immer bei diesen merkwürdigen Steinen, die halt, das sind halt vom Himmel gefallene Steine. Und die gibt es halt, die kann man regelmäßig finden. Da gibt es halt Feuer, Wasser, Elektro, Eis und Funkel, also Licht, die Licht machen denn. Früchte. Und wir haben ja diese tolle Leiste, die ihr seht, ich habe hier zum Beispiel Eis, Elektro, Wasser. Und ja, gut, jetzt habe ich schon wieder 48. Die waren zeitweise knapp, ja, Diamanten. Es gab auch tatsächlich schon 2 Glitches, mit denen man Items vervielfachen konnte. Ja, Bomben sind jetzt Donnerblumen. Die kann man sowohl als Pfeile als auch als Bomben benutzen. Und die Schleime haben halt genau dieselbe Funktion wie die Früchte, die halt dann als eine Art Element dienen für die Pfeile oder so. Kann man auch Waffen machen, da hat man halt entsprechende Angriffe. Und natürlich gibt es auch die Typen wieder. Vielleicht eigentlich hier Bock. Und naja, jedenfalls, ja, gehen wir wieder zurück zum Himmel. Hier war ja anscheinend war hier nicht. Ich dachte hier, dass hier irgendwo vielleicht ist, aber anscheinend war hier gar nichts. Oder ist hier unten noch vielleicht irgendwas? Hier ist noch so ein Feld. Und manche von denen kann man. Manche kann man wieder in den Himmel fliegen lassen, weil es gibt hier so eine Art Zeitschriftfunktion. Und. Ah, doch, hier ist es. Ah, nee, doch nicht. Eigentlich. Naja. Also ist hier scheinbar nicht wirklich was. Okay. Wir gehen jetzt mal wieder in den Himmel zurück auf die. Hier. Ja, wir gehen mal hier in die Nähe vom Tempel gleich hin. Naja, jedenfalls. Ich bin noch nie so richtig warm geworden mit BOTW. Ich hab das gespielt, ja, aber dass ich jetzt sage, das ist so ein tolles Spiel und so ein großes Zelda-Spiel, würde ich nicht so behaupten. Wie gesagt, als Spiel ist es nicht schlecht. Es hat Spaß gemacht, ja. Aber es, wie gesagt, als Spiel, was sich The Legend of Zelda schimpft, war einfach nicht dasselbe. Also das ist einfach nicht das, was ich von The Legend of Zelda erwarte. Das tut mir leid. Und da bin ich der Einzige, der Meinung ist. Also es gibt viele, die, ja, ne.
Natürlich gibt es auch wieder diese Funktion hier. Alphas, die kann man vielleicht einfach besiegen. Und ja, wie gesagt, es war mir nie so als Legend of Zelda Titel. Und hier lernt man halt die Funktion mit der Hand. Die hat man in dem Schrein, kriegt man die gleich als allererstes. Natürlich. Und ja, hier kann man halt dann sich zum Beispiel so eine Plattform bauen. Die hängt man dann daran und dann kann man rausspringen. Aber es gibt viel bessere Möglichkeiten. Pass mal auf. Indem man zum Beispiel. Ja, wo ist es immer in die richtige Richtung ständig? Drauf, ja. Und man kann sich auch noch ein noch cooleres Ding eigentlich bauen. Der hier ab Holz. Ja, jetzt. Und so ähnlich waren meine Erwartungen eigentlich auch an dieses Spiel, ja. Also, dass ich gesagt habe, ja. Nachdem ich das erste, also BOTW hat durchgespielt, und wie gesagt, das ist ja halt wirklich ein direkter Nachfolger und. Und so weiter und ja. Wie gesagt, das Spiel ist halt, das Problem, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist. Also von Anfang an wirklich richtig krass schwer. Also deswegen, ja, ich mag das nicht. Es ist. Jetzt sind wir hier. Einmal auf Preis gegangen. Und ja, wir, ich weiß es nicht. Für mich, ja, es gibt hier, ja, man könnte es Dungeons nennen. Das sogenannte Tempel. Ja, drei davon habe ich schon besucht. Und ich bin nicht dem Spiel gefolgt, wie das Spiel eigentlich will. Also sagt ihr, wenn man halt erstmal runter auf die Erde kommt und so, dann sagt das Spiel, ja, gehe am besten erstmal da und dahin, weil. Was eigentlich an sich nicht dumm ist, den Rat tatsächlich zu befolgen. Aber wie gesagt, man muss es nicht tun. Und ich habe es auch nicht gemacht und ich war zuerst, ja, ich sag's ruhig mal, wie es ist, bei den Soras und habe da halt die Dinge erledigt. Ah ja, seht mal, da ist er. Ah ne, das war nur der. Ich suche hier ein Tier, was hier oben lebt. Und ja, hier muss man sich eigentlich eine Brücke bauen, aber brauche ich jetzt natürlich nicht mehr weg. Einen Gleiter. Man bekommt den Gleiter etwas später. Wenn man wieder die Oberfläche erreicht hat. Und dann habe ich weil man ja, wie gesagt, im BOTW, als ich das erste Mal durchgespielt habe, bin ich natürlich auch noch den Pfad brav gefolgt und natürlich, wenn man halt nach Kakariko geht, ja, da gibt es ja noch viel Streit darüber, wie man es eigentlich richtig ausspricht. So eine Energiesphäre, sehr schön.
dann kommt man ja, dann ist man ja schon sehr nah bei den Zuhörern und dann ist es so, dass man da automatisch als erstes denkt, man hingeht, an die meisten zumindest wahrscheinlich. Und ja, dann nee, okay, guckst du eigentlich, guck mal hier. Und dann, ja, wie gesagt, ne, dann danach ist man dann ja halt frei, sich zu entscheiden. Beim zweiten Durchgang, da bin ich tatsächlich erst, ich weiß gar nicht, wollten da zuerst, ich glaube bei Rivali oder bei Umbunan. Hier ist auch ein Kopf. Ja, natürlich ist jetzt hier ein Kopfhörer, alle verdammten Küsse. Ja, aber ich denke mal, wie lange ist der denn überhaupt schon wieder? Na, 40 Minuten, ja, ich denke mal, weg, ob wir aufhören. Ah, da ist es. Genau, das suche ich. Mann, ich hab doch die Schleichrüstung an, wieso rennen die denn trotzdem alle weg? Seht ihr das? Waldstrauß, aha. Eine neue Art Strauß, muss ich sagen. Aber er hat hier Gefahr gerufen, mit irgendjemandem fragen, was gut ist. Hier ist noch irgendein Sektzimmer oder irgendwas. Verdammt. Ja, hier lernt man halt kochen. Ja, und apropos Kochen. Da gibt es jetzt tatsächlich. Hier, da war. Ah, da war eine Ausdauerstrecke, oder? Da war. Da gibt es und zwar Folgendes. Wenn ihr jetzt hier auf die Rezepte geht. Und hier da seht ihr ja X. Und da seht ihr, da könnt ihr die Rezepte sehen. Und auch die Varianten. Ich meine. Ich glaube, mehr als vier können die auf der Karte stehen. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich habe schon die 1 und ich nehme an, es wird das letzte sein. Ich weiß es nicht genau, aber ich habe auch schon die 200 und, na, wo ist denn nun? Noch ein Stück weiter, Schränke. 228, weil ich weiß nicht, ob es danach noch was gibt. Ich weiß es einfach nicht. Aber ich habe schon sehr, sehr viele, also aber noch lange nicht alle. Wie ihr seht, hier zum Beispiel fehlen noch zwei Stück Medizin. Irgendwie hier fehlt noch eine Medizin. Hier dazwischen fehlt auch noch ein bisschen was bei den Gefrorenen, zwischen gefrorener Medizin. Hier fehlen, weiß ich nicht, ob hier noch gefrorene Sachen auch noch fehlen, weiß ich nicht. Aber Geflügel, hier gibt es noch mindestens zwei Geflügelteile, die noch gefroren sein können. Ja, die ganzen Röstdinger, da habe ich wahrscheinlich auch noch lange nicht alles. An den großen Bogen habe ich tatsächlich schon. Hier das große, die Fleischbeete, Dinger, die Rösttrüffel. Rösttrüffel und so weiter, die ganzen Pilze. Wie gesagt, das ist eine ewige Sisyphus-Aufgabe, das alles. Ja, hier dubiose Matsche. Das ist halt, wenn man Essen und Monsterteile zusammenkocht. Ja, warum bei Öl und Käse dubiose Matsche rauskommt, kann ich euch nicht sagen. Das hat mich etwas überrascht. Oder auch hier, wenn man halt zwei Monsterteile macht, ne? Ja, und hier. Hier ist. Ja, es gibt natürlich auch wieder Rezepte in den Ställen, die man dann sich. Ja, hier ein Holz gekocht, bei diesem Gericht ist das schief gegangen, falsch Zustand kann. Alles von der. Harter Brocken, wenn. Ja, Monstersuppe, da gibt es sicher noch andere Monsterrezepte.
Da habe ich noch nicht viel rumgetestet mit dem Monsterzeug. Ja, Weivelwoi, der wurde ja schon im BOTW erwähnt, aber da konnten wir ihn halt weder trinken noch selber herstellen. Aber jetzt gibt es halt eine alkoholfreie Variante davon. Und wir können tatsächlich jetzt als Link ohne Verkleidung in die Stadt. Aber ich will jetzt, wie gesagt, nicht so viel spoilern. Ja, hier, ihr seht, mit ein paar Früchten, etwas Salz. Na, Obstkuchen, tatsächlich Käsekuchen kann man backen, geil. Mit Quark, ein bisschen Weiz und Zucker. Eigentlich würde auch noch ein Ei rangehören, aber egal. Aber vielleicht ist es auch noch eine Variante mit Ei. Ja, Krebs kann man machen, keine Ahnung, ob es auch verschiedene Varianten von gibt. Omelette, Maxi-Trüffel und Ei. Aber die heißt nur Omelette, heißt nicht Pilz-Omelette. Na gut, vielleicht muss man einen anderen Pilz nehmen. Käsebackfisch. Ja, mit Fleisch scheint es durch nicht zu funktionieren. Ich glaube, ich habe es schon mit Fleisch funktioniert, hat nicht funktioniert. Milch, Gemüse-Risotto, kann man auch noch anderes Risotto machen? Kann wahrscheinlich, mal ausprobieren. Ja, und hier gibt es halt viele verschiedene Reisbällchen. Und Edelwildfleisch und Bratreis. Und naja, wir hatten eine Menge Rezepte. Und ich glaube, wie ihr seht, auch schon eine ganze Menge davon freigeschaltet. Und das ist vielleicht nur so ein Ziel, dass ich vielleicht mal alle schaffen will. Mal gucken. Ja, hier sind die ganzen Spieße. Fleischspieß mit Pilzen. Fischspieß mit Pilzen. Pilzspieß mit Pilzen, haha, sehr witzig. Naja, so wie dazu. Und Wasserfall. Also hier habe ich sogar schon mal geguckt. Ja, natürlich habe ich irgendwie so Rüstung schon wieder. Und die war essentiell bei dem Spiel, Minispiel, was man hier machen muss, bei der Herausforderung. Da war die sehr essentiell für, weil die hat jetzt die Eigenschaft, wenn man mit dem Gleiter direkt in so ein Wasserfall schießt, dann muss man. Oh! Das ist schon ein etwas stärkerer. Was heißt etwas stärker? Also ziemlich das Stärkste ist nämlich ein Delta. Hier den da. Das ist ein Delta. Ja, dieses Delta-Horn, das ist schon ganz gut. Wie ihr seht, habe ich das schon zwei Wochen drauf, aber die Königsherren waren gerade leider verbrochen. Ja, hier seht mal silberner Moblin-Hammer mit einem Silber-Moblin. Und das Schwert, was da drunter ist, ihr könnt es vielleicht erkennen, es ist tatsächlich das Doppelhelix-Schwert von der grimmigen Gottheit, was man halt in Majora's Mask bekommt, wenn man halt die Maske der grimmigen Gottheit aufsetzt. Und das ist schon sehr, sehr heftig. Also wie gesagt, das ist ja in Majora's Mask so, wenn man alle Masken tatsächlich findet und die alle tauscht, bei diesen Kids, die diese Masken von den von den Bossen die Masken tragen, da auf dem Mond nachher, dann
bekommt man halt zum Schluss die letzte Maske und das ist halt die grimmige Gottheit und mit der wir halt völlig OP. Ja, da war halt so völlig OP und ja, kann einen schon den Spaß etwas verderben am Spiel, aber. Aber ja, es ist trotzdem okay, also nicht, dass man jetzt sagt, ja, deswegen kann man das Spiel nicht mehr spielen oder so. Es ist trotzdem okay, macht trotzdem Spaß, wenn man halt, wenn. Kann man halt mal machen, oder? Wenn man halt so völlig OP so einen Gegner da weg, weil ja hier ist ein geheimer Weg, der den man halt erst freischalten kann, wenn man schon im Schrein auf der anderen Seite war. Man kann ihn halt nicht. Wenn man jetzt hier lang gehen würde, würde man halt. Bis zu einer bestimmten Stelle kommen, dann würde man halt nicht weiterkommen, weil man. Ich weiß nicht, braucht man da. Ich glaube, da braucht man die Fähigkeit aus dem Schrein irgendwie oder so, um das zu beseitigen oder so. Das Hindernis. Da gibt es ein paar Sputlinge. Ja, hier war glaube ich auch eine Kiste oder so. Und wie gesagt, es gibt halt den Untergrund. Der ist wirklich sehr gefährlich, wirklich sehr starke Monster und alles voll Miasma, was halt sehr viel Schaden macht. Und Schaden macht, das nimmt die Herzen, es zerstört die Herzen, die man hat. Und dann ja, kann man die erste Herstellung wieder an die Oberfläche kommen, weil wenn man die entsprechende Medizin besitzt. Immer noch die Gegner? Ja, die Gegner kämpfen auch untereinander tatsächlich. Ja, aber da gibt es auch gute Sachen zu finden, tatsächlich. Und wie gesagt, bei dem Würschloss, habe ich euch ja noch nicht so erzählt, wenn man ein Würschloss macht, dann wie gesagt, kommt man zuerst in den Untere, und wenn man da in der Mitte angekommen ist, da kommt man so einen Hinweis mitfahren. Glaube ich schon. Ja, sagt ein Spiel, ja, jetzt solltest du in den Ohrschloss gehen. Und da hinten ist es nicht so ganz einfach, da muss man sich halt irgendwas bauen, dass man da hinfliegen kann, weil die doch ziemlich weit ab sind. Und dann, ja, hier jetzt eine Funktion, wenn man kann ja Waffen werfen, ne? Also wenn man den R-Button drückt, dann nimmt die Waffe in so eine Hochposition. Und wenn man dann Analogstick nach oben, Digi-Kreuz nach oben drückt, kann man halt zugreifen auf diese Dinge, die man halt alle werfen, kann man auch alle werfen, zum Beispiel Bomben oder so. Und ich gebe jetzt hier mal einen kleinen Samen. Und da kann man sich hier die Gegend beleuchten, die Samen, ja, die gibt es wirklich reichlich. Ihr seht, ich habe da 500 Stück von und 132 große. Ja, wenn sie halt an der Pflanze schlägt, dann fangen sie direkt an zu leuchten. Oh, ja. Ja, aus dem Stein muss man sich jetzt halt immer einen Hammer bauen, ne? Und gibt es halt keine Hämmer mehr und so. Nur selbst zu bauen, ne? Aber hier ist nicht das, was ich auch glaube, hier ist schade. Aber hier ist ein Selbst, ne? Da war ein Mononit, sehr wichtig. Ja, sie haben einiges geändert. Zum Beispiel die Leuchtsteine, die ja früher mal 70 wert waren, sind jetzt bloß noch 30 wert. Und die Bernsteine, die waren glaube ich mal 30, die sind jetzt bloß noch 10 wert, glaube ich. Also es ist nicht mehr ganz so einfach, an Ressourcen zu kommen oder an Geld zu kommen. Also
ist wirklich. Oh ja, toll. Ich bin fest. Hör auf da. Danke. Achso, dann wird da nichts wieder runter. Und. Ja, wie gesagt, es ist wirklich sehr, sehr anstrengend. Also. Ja, es gab zwei. Ja, das kennt ihr die alle, das ist der. Also alle hier Zelda, wir die Weg kennen. Ja, hier sind halt zum Beispiel Bauteile, wie zum Beispiel Ventilatoren, die sind zum Antrieb natürlich da. Oder man kann auch. Wir warten mal kurz den Fußpunkt ab. Aber hier. So, die geben dir ja, die schlafen jetzt. Wenn des Blutmonds Licht. Ja, der Blutmond, das habe ich auch lange nicht gewusst, aber der Blutmond ist ja tatsächlich, wenn der Arbeitsspeicher voll ist, wird er dadurch halt ja resettet sozusagen. Deswegen gibt es den Blutmond. Ja, hier, die kann man auch tatsächlich, man kann die aktivieren, indem man draufschlägt. Und dann, nein, lass mich in Ruhe, nein, danke. Ich will nichts von dir. Okay, so kann sein, da kann ich nicht benutzen, lieber halt den hier, okay. Dann kann ich tatsächlich auch als Aufwind benutzen. Zumindest als kleinen Aufwind. Dafür brauchen wir ja die Batterien. Immer wenn wir unseren Teil aktivieren, wird halt unsere Batterie gezogen. Und nicht wahr. Und dafür braucht man halt diese Energie-Dinger, die wir hier genau noch die großen bewirken, dass man halt eine. Dass halt die komplette Batterie aufgeladen wird und dass man eine Weile nichts abgezogen bekommt, sozusagen. Also, sagen wir mal, aber ja, das ist wirklich nur eine kurze Weile. Und die Kleinen bewirken, dass ein Strich halt aufgeladen wird. Aber die Kleinen benutze ich immer eher als Währung für die. Es gibt hier so einen Automaten, an dem man die Teile auch kaufen kann. Und die brauchen so noch Dinge als Währung. Und die benutze ich da mal gerne als Währung, denn. Feuersteine, was man hier als Feuer machen kann. Ja, unter anderem kann man sich auch einen Kochtopf für unterwegs sozusagen kaufen, aber ja, auch so richtig kann man ein einziges Mal ein Gericht kann man damit kochen. Dann ist der weg für immer. Man kann die Teile, die man in den Maschinen halt kauft, die sind in so eine Art, wie eine Gacha-Maschine, so ein, wenn ihr so ein, dann kennt ihr vielleicht so Automaten, wo man halt Geld drinsteckt, dann guckt man so eine Kugel raus, wo halt ein Kaugummi oder so ein Spielzeug oder irgendwas halt drin ist. Und so genau so ist das auch mit den. Diesen Automaten und es kommt halt auch Zufall. Man kann nicht sagen, ich will jetzt 5 Ventilatoren kaufen oder eine Rakete oder wie es der Geier hat. Nein, es kommt per Zufall irgendein Ding raus, wird rausgeschmissen. Und je nachdem, wie man reinsteckt, also ne, kommen bis zu, glaube 10 solche Teile da raus. Ja, kann man auch. Ja, hier ist die Mine. Ja, diese Lohren kann man auch mit dem Schild fusionieren und dann hier auf der Schiene lang radeln. Auch ganz lustig. Toll, habe ich irgendwas Neues von mir? Ich habe gerade hier nicht fusioniert, war außer den Boomerang. Ja, muss ich wohl den Boomerang nehmen, hilft dem oder nicht. Hier seht ihr schon, hier ist es ganz dunkel und hier braucht man halt die Leuchtsamen. Ich nehme mal einen größeren jetzt. Man kann sie natürlich auch mit Pfeilen verschießen.
Ja, und wie gesagt, ja, ich finde, dass das Spiel viel zu schwer ist. Generell, also, ne, so. Ja, die gibt hier ein paar Tipps für die, wegen der Dunkelheit und so. Gibt's hier irgendwas? Nee. Toll, hier gibt's schon. Gibt's hier irgendwo einen Stein? Ah, hier, deswegen bin ich hier. Genau deswegen. Genau, so machen wir. Jetzt können wir halt eintauschen. Jetzt können wir halt eintauschen gegen diese Dinger hier. Und das heißt, wir brauchen ja sehr, sehr viele davon. Und im Untergrund, die meisten gibt es tatsächlich natürlich im Untergrund. Weil da waren die sind auch tatsächlich Minen tatsächlich, wo die ursprünglich halt abgebaut wurden. Und da kann man sich halt auch mit eintauschen. Diese Kristalle da und wie hier zum Beispiel auch. Hier ist nur eine kleine. Ja, im Untergrund, da gibt es tatsächlich, ja, die jetzt ist Riju's Fähigkeit. Aber eine andere Geschichte soll andermal erzählt werden. Ja, die Dinger kann man jetzt hier, ah ne, sind Batterien. Ja, das sind hier diese, so was irgendwie sind, die brauche ich dafür nicht kaufen, das hier ist erstmal wichtiger. Tatsächlich auch schon einige Dinger gemacht und wie gesagt, unter anderem, wie gesagt, eigentlich zusätzlich weiß es, weil ich weiß nicht, ob das Spiel dir irgendwann sagt, dass da noch ein Weiser existiert, den man noch holen kann, ob der tatsächlich noch ein Secret-mäßiger ist. Der hatte, um das zu machen, da musste man halt erst auf eine Himmelsinsel, wo man halt etwas gefunden hat, was einen den Weg gewiesen hat durch eine Art Laserstrahl sozusagen und ja, hier brauchen wir einen Lohantrieb. Aber hier ist kein Antrieb. Okay, er will, dass ich hier eine Kapsel benutze. Okay. Naja. Ja, ich denke mal, der Partner ist langsam. Oh, das ist schon über eine Stunde, ey. Oh, so lange wollte ich eigentlich gar nicht machen. Naja, jedenfalls, wie gesagt, ich bin nicht glücklich, also ehrlich gesagt. Nein, nicht. Und hier haben wir tatsächlich auch eine Autobaufunktion, wo man halt die Baupläne verbraucht. Ne, hier die Baupläne, das ist das hier. Ne, da hat man hier wie halt so ein Deckensprungding, Laser, Zweirad. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Dann haben wir hier so ein Blitzschlagboot und so weiter. Landboot. Ja, das ist halt wie so ein windbetriebener Schlitten sozusagen oder so. Ballons, so ein Leiter mit Dingern drauf. Und das ist mein eigen
ein Eigenbau, der hat nur einen Steuerknüppel und kann tatsächlich, wie gesagt, die Dinger auch mit einem Steuerknüppel bauen und selber steuern kann. 9 Stück habe ich noch. Und er merkt sich auch die letzten so und so viel Baudinger, die er gemacht hat. Und wie dann im Gegensatz zu BioTV können wir die Dinger tatsächlich beliebig drehen. Und ja, war ja bei BioTV, bei den Loren, da gab es ja am Donnerstag auch so eine Loren, mit dem man fahren konnte. Mit ein bisschen Thema war ja, ich höre jetzt auf. Ne? Ja, wie gesagt, ich persönlich finde das Spiel nicht. Es ist immer noch nicht Zelda. Wie gesagt, mit dem Tempel, wie gesagt, war es erst mit dem Soras, da war der Tempel wirklich. Ja, also wirklich. Kaum als Tempel zu bezeichnen, also das war wirklich. Ja, hier ist so eine Gacha-Maschine zum Beispiel. Ja, hier waren wieder Vögel, verdammt, das ist hier bescheuert. Hier noch mehr Vögel. Wo man sich halt so ein Dinger rausziehen kann. Stehen geblieben. Verdammt. Ja, da oben ist Schnee, da muss man halt irgendwas Warmes anziehen. Ja, hier fängt der Schnee auch schon an. Ah ja, hier, genau, hier ist ja die Kampfplattform mit dem Ding da. Genau, und hier ist noch so eine Höhle, die führt einen halt da oben so ein Plateau. Da und da. Okay, da habe ich schon noch 4. Die können. Dann werden wir raten, wie gesagt, das wegen dem blauen Himmel. War hier ein Eigel oder war da irgendwas? Ach ja, wegen dem Tempel, genau. Und das war wirklich, also da habe ich erst gedacht, oh, das ist ja nur auch nicht, ne? Und dann war ich halt da, wo das Spiel eigentlich wollte man zuerst hingehen, in Hebra. Da war es schon spannender und interessanter. Und beim letzten, da war ich jetzt bei den Gerudos. Ja, der letzte ist halt die Goron, die ich noch nicht gemacht habe. Der war wirklich gut, also der war auch nicht im Himmel wie die anderen beiden, sondern der kam tatsächlich so richtig. Ja, wie sagt man, ne? Aus dem Wüstensand rausgefahren, so richtig Klischee wie aus dem Wüstensand rausgefahren, der Tempel. Und da war tatsächlich, noch wurde nicht, sehr schön. Der war tatsächlich wirklich gut, da auch sehr spannende Rätsel und so. Mit so Licht umlenken und so. Und der hat auch wirklich bis jetzt den härtesten Boss von den dreien aus den Tempeln gesehen. Ich habe noch gegen andere Gegner gekämpft, die stark waren und so, aber von den Bossen her waren es wirklich die stärksten, waren wirklich der stärkste. Und weil auch relativ umständlich zu bekämpfen, sag ich mal. Ja, hier ist halt Eis. Ja, Glück, ich höre jetzt mal auf hier, okay. Und wie gesagt, wir haben gespannt, was wir bei den Goron gemacht haben, wie das da sein wird. Wo der sich einreiht, wie gesagt, bis jetzt ist der beste der Wüstentempel gewesen. Denn der bei den Orni und denn der bei den Somas, der war wirklich herrlich nicht gewesen. Ob denn da nicht, dass sie den als letzten gemacht haben und keine Zeit mehr hatten da vernünftig noch auszuarbeiten oder ich weiß es nicht. Und jedenfalls da oben ist auch eine Taube. Jeweils ja echt nicht besonders. War ich eigentlich da schon. Ja. Ja, hier wieder das Ding bekommen. Am Anfang etwas schwieriger, weil man ja
Ja, wie gesagt, wir werden sehen, wie der letzte Tempel sein wird. Ja, werden wir dann sehen. Da bin ich mir noch nicht so sicher. Ja, ich war schon da ein bisschen beim Todesberg rum und so, aber ja, ich habe das noch nicht intensiv alles erforscht, weil wie gesagt, in die Höhlen kann man da nicht rein. Höhlen ist ja auch ein neues Feature, dass es halt überall Höhlen gibt, die mehr mal weniger groß sind. Der ist schon kaputt. Ja, hier war nur ist eine Truhe drauf gewesen, die sind schon geholt alle. Aber die meisten zumindest. Naja, wie hat jemand, das sollte erstmal jetzt gewesen sein, wie hat der Plan schon viel zu lang. Schon gut. Eine Stunde, ja, wie hat da ist noch so eine Wolke? Ach nee, das ist eine normale Wolke. Aber irgendwo war noch eine riesige Sturmwolke. Ich dachte, ich war auch so eine riesige Sturmwolke. Ich dachte, ich war so ein riesen Schneesturm. Und ja, da hinten, was ihr da seht, das hat mit einer neuen Krogart zu tun. Da gibt es tatsächlich zwei Krogs und auch zwei Krogsamen. Einer sitzt immer bei so einem Ding, aber den erscheint eher so, wenn den anderen anspricht. Jeder, der liegt, der war hier, irgendwo lag der rum. So ein riesen Rucksack mit einem Krog drauf sozusagen, ja. Und der hat dann gesagt, ja, ich will zu meinem Freund und wenn man ihn, ne, und wenn man ihn anspricht, dann wird halt irgendwo so ein grüner Rauch rausgesendet, hier aus diesem Topf da, wird so ein grüner Rauch rausgesendet. Und da muss man den hinschaffen, dann kriegt man tatsächlich auch gleich zwei Krogsamen für. Und das ist halt teilweise, man muss in der Regel immer irgendwas für bauen. Ich meine, manche kann man einfach hintragen, aber in der Regel muss man immer irgendwas für bauen. Und so weiter und so fort. Und was sehe ich denn da hinten jetzt? Das sitzt hier hinten dir oder was? Ja, wirklich. Und manchmal halt tatsächlich ein Flugzeug bauen, aus dem Gleiter ein Flugapparat bauen oder wie hier braucht man halt, hier braucht man einfach nur eine Gondel nehmen und einen Ventilator dran, dann kann man da rüberfahren, kein Problem. Ich glaube, hier lag dann auch ein Ventilator irgendwo rum oder vielleicht hat man hier noch eine Gatschermaschine bekommen oder so. Und ja, wie gesagt, die Bosse, die man in den Tempel besiegt, also zumindest den ersten von den Sora, den gab es tatsächlich auch im Untergrund ein zweites Mal. Aber da war er ungleich stärker, den habe ich nicht geschafft, also der war hier die Elite-Konstrukt. Toll, ich habe mir auch gerade kaputt gemacht. Ja, das ist ja übrigens ein Schwert mit einer Eisscholle dran, auch ganz witzig. Ja, die Dinger haben dich, wenn du zuerst hier bist, dann können die dich durchaus one-shotten, diese Dinger. Die sind wirklich richtig heftig. Da denke ich mal, muss man da starten und sich die Tatsache zu schaffen. Da muss man schon noch einiges absolvieren für, aber den habe ich zweimal tatsächlich schon da unten gefunden. Ich habe da unten schon einige Gegner besiegt, da gibt es halt
verschiedenste Gegner, auch große, ein paar habe ich tatsächlich vom Sieg auch. Da gibt es auch alle Gegner, die man sonst so kennt, also vom Moblin bis zum Hinox, bis zum Leunen tatsächlich, die halt alle mit Miasma beschmiert sind und entsprechend Miasma-Schaden machen und so weiter. Richtig mega heftig. Aus diesen Steinen kann man sich dann eine Axt bauen tatsächlich. Richtig, richtig heftig. Richtig, richtig heftig. Und aber es gibt eine Rüstung tatsächlich, die diesen Schaden etwas minimiert. Ich nehme einfach alle drei Teile an, die bis zu einem gewissen Punkt aufgelevelt hat sozusagen. Sollte man da auch ein bisschen gegen operieren können, ich weiß es nicht. Ja, also ich höre jetzt mal auf, meine Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part.